Wir sind hier in den Iguana Studios und hier sieht man die neue Excelsis-Platte bzw. einen Teil davon. Wie kommt es, dass ich die Excelsis-Platte hier bearbeite? Ja, ich habe vor 4 Jahren mal das Vorgängeralbum gemastert und diesmal war einfach dann der Plan, das Ganze mal richtig geil zu machen, also die Messlatte deutlich höher zu hängen, und deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe im Vorfeld eine riesige Menge an Spuren bekommen. Die Aufnahmen sind selbst produziert worden und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze zu überarbeiten und aufs nächste Level zu schubsen. Da ist schon ein bisschen Arbeit drin, aber es wird richtig geil. Ich kann ja mal kurz hier das anspielen. Fängt es denn an? Ja! Also der Plan war einfach, diesmal was zu machen, was richtig fett ist, was die Metal-Anteile in der ganzen Sache geht und was dabei aber auch nicht zu glatt klingt. Im Vorfeld wurde besprochen, wie das Ganze visuell zu verstehen ist. Also das sind wilde Männer, die rennen mit der Axt über dem Kopf den Berg runter, Schädel spaltend. Und das wollte ich halt klanglich auch umsetzen. Und somit sind hier die Gitarren und die Drums, die bollern also schon ziemlich was daher. Und gleichzeitig ist halt auch der Plan, dass unzählige akustische Elemente nicht zu kurz kommen. Also es soll nicht einfach nur eine Matschproduktion werden, sondern eine möglichst dicke Produktion mit möglichst vielen Details, die zu entdecken sind. Und da gibt es dann sehr viele. Also man kann gespannt sein auf traditionelle, wie nennt man das, Instrumente, Besenklopfen, das Rollen von einem Taler. Das sind alles Sachen, die ich vorher nicht kannte. Da haben wir uns erstmal quasi in die Schweizer, in die Schweizer Tradition erst einarbeiten müssen, also ich mich, um das jetzt auch richtig geil zu machen. Tja, seid gespannt auf das Album.